Hallo und herzlich willkommen zum neuen Let's Play von mir, Carpe Pilol. Und wir spielen das Game einfach mal Super Mario 64. Wer kennt es nicht? Ja, ich habe hier schon mal angefangen ein bisschen zu spielen. Gucken wir einfach mal, okay, Steuerung kann ich nicht ändern, weil ja, ist auch ein bisschen komische Steuerung hier. Und ja, ich würde sagen, fangen wir einfach mal einen neuen Safe Game an unten. D. Für Delecto. Ich werde einfach die Story durchspielen. Ich werde nicht 120 Sterne holen. Einmal durch die Story spielen. Das war's dann auch. Sprich, es wird auch ein kurz Let's Play wie Portal. Hoffe, das ist nicht schlimm. Es werden auch irgendwann längere Projekte folgen, aber erstmal für den Anfang nur so kurzer. Damit ich mich in Let's Play-Szene reinfinde und alles. Hier sehen wir halt Lakito rumfliegen. Um Schloss. Und wie immer müssen wir Prinzessin Peach von Bowser retten. Das altbekannte Super Mario-System. Ich werde auch versuchen, das Spiel so schnell möglich abzuschließen. Also nicht so eine Art Speedrun, aber doch schon versuchen, fix durch zu sein. Das sind vier. Jetzt werden wir, Textbox skippen. Und los geht's. Schloss. Erstmal von der Kito abgehalten werden, irgendwas zu machen. Und ja, guten Tag. Ja, die Action AG, bla bla bla. Wir wollen ins Schloss rein. Na, wen haben wir denn hier? Es ist niemand zu Hause, also verschwinde besser wieder. Bowser ist toll. Jetzt gehen wir hier oben ins erste Level rein, das einzige Level, wo wir rein können. Das ist Bob on Bombenblatt oder so? Ich weiß gar nicht. Das Level heißt, ja, Bob Oms Bombenberg. Den höchsten Stern besiege König Bob Omb. Nein. Keine Lust, Bob Omb jetzt zu besiegen. Ja. Nur einen anderen Stern erstmal. Na, dummer Kettenhund. Okay, nur noch zweimal, komm. Ja, da haben wir unseren ersten Stern. Befreie den Kettenhund von der Kette oder so. Ich mag diese Katze, nur wohin verschwindet dieser Kettenhund? Und da haben wir unseren ersten Stern. Das klingt relativ fix. Ja, so wird es das ganze Game lang gehen. Befreie den Kettenhund. Bestleistung, 4 Münzen, oha. Du hast einen der gestohlenen Powersterne gefunden. Damit kannst du einige versiegelte Türen öffnen. Versuch's mal im Zimmer der Prinzessin im ersten Stock oder im Wumms Festung im Erdgeschoss der Vorhalle. Halte Bowser auf und rette uns und die Powersterne. Wir zählen auf dich und drücken die Daumen. Cool. Wir holen hier erstmal alle Sterne. Bis auf den einen, den wir jetzt noch nicht bekommen können. Wir haben den letzten Stern geholt, ist auch gut. Na, jetzt besiegen wir König Bob Omb. Der ist da oben auf dem Berg. Moment. Da oben. Oh, lol. Meine Güte, bin ich schlecht. Ich mache die ganze Zeit weiter, weil es einfach schneller ist und wie gesagt, ich will das Game so schnell möglichst fertig haben. So, gleich sind wir auch von oben. Einfach hier weiterspringen, den Kugeln ausweichen und hier in die Warp Zone rein. Genau hier. Jetzt sind wir schon oben bei König Bob Omb. Jetzt nehme ich einfach zum Besiegen, einfach dreimal hinwerfen hier auf den Boden und ja. Das war's dann auch mit ihm. Und nicht runterfallen, wie ich es gerade gemacht habe. Wenn wir von der Plattform runterwerfen, bringt uns das überhaupt nichts. Deswegen immer nur hier auf dem Boden.
über ihn drüber springen. Und wieder auf den Boden werfen. Ah, nein, ich habe schon gedacht, das ist seine Weise, die wackelt hat. Über ihn drüber springen. Auf den Boden werfen. Immer wieder dasselbe. Wow, wie, du hast mich besiegt. Ich verneige mein Haupt vor deiner Größe. Aber du musst dich vorsehen. Bowser wird nicht so leicht zu besiegen sein. Ich gebe dir diesen Stern, um dir meine Demut zu beweisen. Trage ihn mit Stolz. Wenn du mich wiedersehen willst, wähle den ersten Stern des Kursmenüs an. Bis dann. Ich will dich nicht wiedersehen. Keine Sorge. Ich will dich nicht wieder demütigen. Und wir haben Stern Nummer 2. In 5 Minuten. Fast 6, das ist nicht schlecht. Ja. Und jetzt holen wir auch gerade den nächsten Stern. Das müsste jetzt gegen den Koopa ein Rennen machen. Sein. Ja, besiegen wir schon einen Koopa. Aber ich will jetzt noch nicht besiegen. Ich will erstmal mit der Bob umreden. Ja. Vielen Dank. Jetzt können wir die Kanone benutzen und holen uns damit den nächsten Stern. Ist okay. Ja. Und da ist eine Kanone drin. Damit fliegen wir jetzt auf diese Insel da oben. Ja, ich hoffe mal, ich bleib auch drauf. Ja, ja. Oh nein, ich bin drüber geflogen. Egal. Wir haben ja genug Zeit. Von hier aus ist es eh viel einfacher. Jetzt einen Baum anvisieren. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Ja. Wow, 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 wow. Mario. Ja, ich bin so dumm, um auf diese Insel zu kommen. Ey, das gibt's gerade nicht. Jetzt macht er Wandsprünge, wo ich keine haben will. Ey, ich fehle gerade so hart. Jetzt kann es schwer sein, diesen dummen Stern zu kriegen. So. Ich muss jetzt auch helfen, einfach geradeaus nach oben. Wahrscheinlich fliege ich auch noch drüber. Oh, ich bin fast in der Kanone gelandet. Und da ist der dritte Stern. Ach ja, ich liebe dieses Spiel. Ja. Ich denke mal, dieses Let's Play werden wir schnell durch haben. Ja, ja. Sehr schwer alles. Jetzt machen wir einen Koopa. Ja, alle. Mega, was er sagen hat. Er wird einfach abkürzen über das Eis da. Also ich denke mal, es ist Eis. Ich weiß aber nicht. Aber wir sind trotzdem schneller. Ah. Oder auch nicht. Ich bin gerade ziemlich langsam, aber der braucht so ungefähr eine anderthalb Minute. Ja, wir sind auf jeden Fall vor dem da. Ist ja kein Speedrun, ist nur ein Let's Play. Deswegen gehe ich auch nicht in die Warp Zone rein, sondern einfach mal den normalen Weg. Oh, wow. Und schaffen wir es von hier aus zu springen? Oh ja. Das ist einfach nur ein Mast und warten. Ich glaube, oben war noch ein Lehm oder so, wenn wir es draufstellen. Ah, ne, ist noch woanders. Es könnte ein bisschen dauern, bis er da ist. Na egal. Ich liebe diese Musik. Ja, da kommt er. Los, mach schneller. Da ist er, yay! Ah ja. Gib mir jetzt einfach den Stern.
Und Schankedön. Jetzt müssen wir noch die 8 roten Münzen finden und durch die Ränge fliegen, was wir jetzt nicht machen können, wenn wir nicht die Flugkappe haben. Das wird erst später kommen. Sprich, bei dem Level können wir bis jetzt nur 5 Sterne holen. Okay, ich glaube, es gibt noch einen 7. für 100 Münzen zusammen, aber das dauert zu lange. So, war jetzt nochmal hier die roten Münzen. Hier ist eine. Hier auch hinten ist eine. Auf der Insel oben müsste eine sein, die holen wir dann gegen Ende. Hier auf dem Kettenhund-Baumstumpf ist eine. Nein. Lass mich in Ruhe. Oh, war das noch knapp. Da hinten müsste eine rumfliegen. Yo, sogar 2. Mich, ja. Wir werden angegriffen von Wassertropfen. Ja, wieso kriege ich mich nicht gleich selber? Jetzt müssen, ja, noch einen auf, sag mal. Noch einen oben auf der Insel und einen noch hier den Berg runter oder eher den Berg hoch oder was weiß ich. Kommen wir auch so dran kommen, wenn ich nur den Berg hochläufe. Ne, wird nichts. Berg hoch. Es geht auch ohne Berg hoch, aber. Ey, ich kenne mich hier gerade wirklich selber. Mein Gott. Es ist doch viel mehr Kugeln hier als eben. Nein. Und jetzt Berg runter, wahrscheinlich verfehlen wir die Münze. Okay, doch, nicht ein Wunder. Ey. Dumme Kugeln. Verdammt. Nein. Ich will nicht sterben. Okay, ganz ruhig. Wir haben alle Zeit der Welt. Irgendwoher muss ich doch Leben finden. Okay, wenn ich jetzt vorsichtig bin, brauche ich keinen. Ich will. Nein. Komm her, Papa. Ja, okay. Schon ein Münzen mehr. Jetzt mal weiter, um die richtige Position zu kommen und. Ja. Böse Papa. Wir haben jetzt noch runter. Du hörst auf, die ganzen Wassertropfen zu schießen. Egal, ob die es war oder nicht. Sie hat neben dran gestanden, sie war es. Ja, jetzt hier am Baum müsste sie sein. Ja. Ich fliege wahrscheinlich jetzt drüber oder genau rein. Und ich fliege genau rein. Yay. Ob es hinkriegt, mit der Kanone da reinzufliegen? Wäre cool. Und einfach Schuss. Vielleicht klappt's ja. Wenn nicht, sind wir, glaube ich, tot. Okay, kein Damage. Cool. Und da haben wir den 5. Stern. Ja. Und das war's auch mit dem ersten Teil von Let's Play Super Mario 64 von mir. Ich hoffe, ihr guckt euch den nächsten auch an. Und bis dann. Tschüss.